Moin Moin, heute stehen wir beim 72.5 Hours am Schlachthof und beim Butcher Jam. Und da gibt es ganz viel zu entdecken für groß und klein und das gucken wir uns jetzt an. Am Pfingstwochenende fand im Flensburger Gallwegpark wieder das 72.5 Hours Schlachthof mit Butcher Jam statt. Ursprünglich sollte der Event im Jahre 2009 einmalig zum 725-jährigen Bestehen der Stadt Flensburg stattfinden. Doch der Zuspruch war so groß, dass der Schlachthof jetzt jährlich 72,5 Stunden lang rockt. Oh, super! Während auf der Ramp noch die Kleinsten ihr Können unter Beweis stellten, probten in der Dirt Area die Profis ihre spektakulärsten Tricks. Nicht nur die Butcher Jam lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in den Gallwegpark. Vor allem auch das große Familienfest bietet ein buntes Programm für Groß und Klein. Rumklettern, rumhüpfen, rumblödeln. Das alles vereint das 72.5 Hours Schlachthof in der Flensburger Nordstadt. Dazu Soccer-Turniere und so manche Leckereien, nicht nur für die Kinder. Also wir werden, denke ich, morgen auch nochmal wieder hier sein und bestimmt mal bei der BMX-Show dabei sein und zugucken. Das interessiert mich eigentlich am meisten. Beim Schlachthof, ja genau. Wir sind hier wirklich zufällig vorbeigegangen und haben gesehen, dass hier total viele Menschen sind und wollten uns das mal angucken, was hier los ist. Weil ich wollte einfach mal gucken, wie das hier ist, weil ich war ja noch nicht. So, letztes Jahr warst du nicht dabei? Nein. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Total cool hier. Also, besser auf den anderen Festen. Ja, es ist auch super Wetter, muss man sagen. Es gibt ja auch BMX-Fahrer, selber schon da ein bisschen hingeguckt? Ja, aber selber bin ich nicht gefahren. Selber nicht gefahren, vielleicht nächstes Jahr? Ja, bestimmt. Wie schon im letzten Jahr spielte auch das Wetter wieder perfekt mit und so freute sich auch Mitorganisator Daniel Kiss über einen tollen Event. Ja, ich sitze jetzt hier mit einem Veranstalter vom Butcher Jam Schlachthof. Ich sitze mit Daniel Kiss und heute hier Organisator sozusagen, Veranstalter. Was genau ist deine Aufgabe hier? Also meine genaue Aufgabe ist quasi die Contestleitung von der Butcher Jam, also alles drumherum um den BMX Contest. Also eine Sache muss man ja auf jeden Fall schon sagen, viel Glück gehabt mit dem Wetter. Also die Menschen sind auch super drauf, wir persönlich, also das ganze Team auch, weil vor einer Woche hatten wir Wetterbericht geguckt, da sah das nicht so gut aus, aber es spielt einfach wieder wunderbar mit, das Wetter. So. Und von den Teilnehmern, gibt es da irgendjemanden, der echt Besonderes heute schon rausgestochen hat? Also zumindest von den Beginnern waren das jetzt schon, die da am Lauf waren, ne? Also genau, bis jetzt ist nur die Beginnerklasse gefahren, aber da waren auch schon echt gute dabei. Und ja, das wird hier jetzt einfach immer noch mehr ansteigen. Amateurklasse und halt ab morgen auch die Profis. Auch wenn es heute der erste Tag ist, wenn man jetzt sagen könnte, ach, für nächstes Jahr würde ich doch noch vielleicht eine kleine Sache ändern. Gibt es da was oder ist bis jetzt alles super, wie es läuft? Also bis jetzt sind wir natürlich super im Zeitplan und alles läuft. Das wird sich erst am Ende des Wochenendes feststellen. Oh, no, okay, yeah.